Beim Creality K1C steht das C im Namen für Change, also Veränderung. Und was an dem Drucker alles im Vergleich zum K1 jetzt verändert worden ist und wo dann die Vorteile jetzt bei dem Drucker liegen und ob der dann wirklich so viel besser druckt, schauen wir uns in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und ich habe einen kleinen Disclaimer für euch am Anfang. Ich habe den Drucker kostenlos von Creality zur Verfügung gestellt bekommen, um dieses Video für euch zu drehen. Das heißt also, es ist kein Geld geflossen, sondern Creality hat mir den Drucker plus nochmal zwei Rollen HS-PLA-CF nochmal zur Verfügung gestellt. Und das schauen wir uns alles mal in diesem Video an. Und wir fangen erstmal an, wofür denn alles das C im Namen jetzt steht. Nicht nur für Change, sondern natürlich auch für kleine Änderungen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt standardmäßig hier oben in der Ecke die Kamera verbaut haben. Ja? Das ist das, was ich im Drucker bei mir zum Beispiel mal nachträglich nachgerüstet habe, im K1 damals. Und da muss ich sagen, das finde ich schon mal ziemlich cool, weil die 30 Euro oder 15 Euro, was das Ding auf AliExpress kostet, kann ich mir jetzt sparen. Und das Ganze schon direkt verbaut hier im Drucker einrichten. Das ist super angenehm und gefällt mir wirklich richtig gut. Ist aber jetzt nicht so die große Änderung, die einen Preissprung von, naja, knapp 600 auf 650 Euro rechtfertigen würde. Nee, die haben noch ein bisschen was anderes mit reingebaut. Ich greife mal kurz hier nach hinten. Und zwar ist da jetzt so ein Aktivkohlefilter drin. Ja, der ist einfach nur aufgesteckt hinten. Ist schon mal eine Steigerung. Ich würde mir natürlich wünschen, ihr wisst, ich habe bei meinem K1 hinten einen HEPA-Filter verbaut. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass man hier einen HEPA-Filter verbaut mit einem Aktivkohlefilter statt einem Aktivkohlefilter, weil dann ist die Luft, die da rauskommt, nochmal einen Ticken sauberer. Aber ich mag nicht meckern, ja? Ich mag nicht meckern. Die größte Änderung, finde ich, die Creality bei dem Drucker jetzt gemacht hat, eine der größten Änderungen, die andere große Änderung, kommen wir gleich nochmal drauf, ist in Wirklichkeit das Hotend bzw. der Extruder. Zwischen Extruder und Hotend war beim K1 immer so ein kleiner blauer PTFE-Schlauch. Und wenn der sich verstopft hat und alles drum und dran, war das natürlich ein Krampf. Aber der hat natürlich noch andere Nachteile, nämlich, dass das Ganze nicht so hitzebeständig ist. Man hat das Ganze jetzt ausgetauscht, dass quasi von oben bis unten zum Ausgang von der Düse komplett alles aus Metall ist. Und das ist natürlich schon mal ziemlich genial, wenn man jetzt zum Beispiel mal Filamente wie das HS-PLA-CF, also Carbon Fiber, drucken möchte. Das ist also dieses High-Speed-PLA mit Carbonfasern drin, was ich persönlich ziemlich genial finde. Und das ist auch die Stärke von diesem Drucker. Man kann damit Carbon-Filamente drucken. Auch die Düse vorne ist quasi eine Messingdüse mit einer kleinen Stahlspitze vorne drin. Das hat den Vorteil, dass man jetzt nicht unbedingt die Temperatur so weit hochdrehen muss wie bei einer kompletten gehärteten Stahldüse, sondern man einfach mit den Standardwerten drucken kann. Jetzt in dem Fall halt 215 Grad und 60 Grad Druck bei Temperatur. Habe ich schon getestet, zeige ich euch gleich noch Ergebnisse. Und das finde ich persönlich ziemlich genial. Ja, dass man also mit den Standardwerten fahren kann und trotzdem den Vorteil von einer gehärteten Düse hat. Klar, die wird irgendwann bei der ein oder anderen Rolle, die man da durchpumpt an Carbonfasermaterial, wird die dann natürlich dann auch irgendwann den Geist aufgeben. Das heißt also, man muss da dann auch irgendwann die Düse tauschen. Aber es ist schon mal ziemlich cool und das funktioniert auch richtig, richtig gut. Auch im geschlossenen Bauraum, muss ich sagen. Ja, ich war am Anfang nicht so ganz sicher beim K1, weil ich auch das ein oder andere Problem hatte, dass das ein oder andere Material da nicht mitgespielt hat. Aber die Materialien von Creality als auch von anderen Herstellern, die ich schon getestet habe, auch Elegoo zum Beispiel mal, funktionieren hier im eingehausten Raum wunderbar. Das von Two Trees, das Hyper-Series Material, funktioniert leider nicht ganz so gut hier drin. Das hat mir nämlich den Extruder verstopft. Aber das ist halt materialabhängig, das müsst ihr für euch austesten. Und ihr solltet sowieso, wenn ihr ein Material auf den Drucker packt, sowieso immer testen, ey, wie sind die einzelnen Werte? Also es ist nicht nur Düsentemperatur und Betttemperatur, sondern auch wirklich Pressure Advance und alles drum und dran, dass ihr das einstellt. Dass ihr wirklich den ganzen Flow und alles drum und dran richtig kalibriert habt, dass das Material auch optimal druckt und eure Druckergebnisse auch wirklich super werden. Der K1 hat bei den Druckergebnissen vorher ein Problem gehabt, nämlich dass der diese VFAs, Vertical Fine Artifacts, also diese kleinen Wobbellinien auf der Außenhaut von den Drucken, die dann in der Vertikalen halt, diese feinen Artefakte in der Vertikalen, deswegen VFAs, und die hat der K1C nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr ganz so stark. Er hat immer noch so ein ganz klein bisschen was, aber bei weitem nicht mehr so stark. Beim K1 konnte man es teilweise sogar mit dem Finger schon fühlen und hat es natürlich mit bloßem Auge gesehen. Klar, wenn ihr eure Teile mit einem Sprühfüller oder UV-Füller entsprechend besprüht habt und die dann natürlich nochmal schön lackiert habt, habt ihr das davon gar nichts mehr gesehen. Aber
Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal beim K1 das Zeug rausholt, dann sieht das echt aus wie geleckt. Ich blende euch mal ein bisschen B-Roll ein, wie das Ganze zum Beispiel bei meiner Bo-Katan-Rüstung hier von der Armschiene auf der einen Seite das Unterteil von dem K1 gedruckt wurde und das Oberteil mit dem Loch drin vom K1C. Und da muss ich einfach sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allein schon vom Druckbild, wenn man diese VFAs nicht mehr hat, finde ich, ist das Ganze schon gut gelungen. Erreicht hat Creality das, indem sie gesagt haben, okay, hier oben an den AB-Motoren, ja, für den Core XY-Antrieb, also auf der X- und Y-Achse, dass sie es dort geschafft haben, entsprechend durch kleinere Pullis, also von 36 Zähnen auf 20 Zähne, also im Durchmesser kleiner geworden sind und natürlich dann auch nicht mehr die großen Motoren gebraucht haben, wie beim K1. Da hat man schon einiges erreicht in der, in der Reduzierung von den VFAs, das finde ich perfekt. Natürlich hat das dann auch ein bisschen was damit zu tun, dass dann die Motoren nicht so viel Leistung haben, aber braucht man bei den kleineren Pullis auch gar nicht. Und das finde ich auch echt gut, dass man dann diesen Schritt gemacht hat und da nochmal ein bisschen Qualität rausgeholt hat. Dann habe ich natürlich auf dem Drucker standardmäßig erstmal das Creality OS drauf. Und ich finde es schön, dass mittlerweile von Werk die Drucker so kommen, dass man das Gerät routen kann. Das heißt also, ich kann sagen, ja, ich möchte hier aber mal per SSH mich auf das Gerät connecten. Das kann man aktivieren. Da kriegt man dann auch nochmal so einen Disclaimer hingewiesen. Im Prinzip auf dem Display, ey, pass auf, damit geht die Garantie vom Gerät flöten. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ja, ich bin mir sicher, ich kenne mich aus, sage ich dann immer. Wenn ihr euch nicht ganz so toll auskennt, ihr könnt das Gerät out of the box einfach hinstellen, nutzen. Das kalibriert sich auch relativ gut selbst. Relativ gut komme ich gleich nochmal dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt im Livestream, als ich den Drucker abgeholt habe, habe ich circa 23 Minuten irgendwas in Richtung benötigt. Von auspacken, aus dem Karton raus, hinstellen, Strom anschließen, kalibrieren lassen und den ersten Druck starten. Ja? Aus dem Karton raus, hinstellen, Strom anschließen und alles starten lassen. Die Kalibrierung und sowas in Richtung sind ein paar Minuten. Ja? 2, 3, 4, 5 Minuten. Da hat Creality auf der Webseite schon im Prinzip, finde ich, die Wahrheit gesagt. Allerdings muss man sagen, an Strom angeschlossen ist noch nicht Druck gestartet. Das heißt also, da kommen nochmal 20 Minuten oben drauf, weil es läuft natürlich noch Input-Shaping, es läuft natürlich noch alles mögliche andere an Kalibrierung, muss das Ding erstmal ins Netz reinbringen und, damit da alles eingerichtet ist, auch von eurer Seite, damit der Drucker überhaupt per Remote quasi bedient werden kann oder aber auch per USB-Stick hier vorne. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Nichtsdestotrotz, wenn ihr sagt, okay, ihr traut euch das alles nicht zu, das Gerät zu routen, könnt ihr den einfach auspacken, hinstellen, drucken, läuft. Ihr braucht ihn nicht mal ins Netzwerk zu bringen, ihr könnt hier vorne direkt über einen USB-Stick drucken, das war das, was ich im Livestream gemacht habe. Das heißt also, wenn ihr sagt, nee, ich möchte das gar nicht ins Internet connecten, weil ich Angst habe, dass mir Creality quasi, die ganzen Daten, die ich drucke, inklusive Bilder und alles drum und dran, ins Internet schickt, an den Creality-Server sozusagen, da komme ich auch nochmal gleich zu, dann braucht ihr das Ding auch nicht wirklich ans Netz zu connecten, ihr habt hier vorne, wie gesagt, den USB-Anschluss. Ich habe jedenfalls das ganze Gerät geroutet und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich cool, weil man kann mit diesem Helper-Skript, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, erstmal ein, sowas ähnliches wie Kiao installieren, womit man dann wirklich bestimmte Services oder bestimmte Eigenschaften vom Drucker verändern kann. Also das erste, was ich gemacht habe, war natürlich erstmal Mainsail zu installieren. Ich habe mir dann nochmal Octo Everywhere und alles installiert, damit ich den auch über mein Handy quasi jederzeit kontrollieren kann. Die Spaghetti Detection von der Kamera drin habe und. Man kann sich ein Custom Boot Screen draufpacken. Das heißt also, dass dann nicht mehr dieses Creality Logo zu sehen ist, sondern irgendeine Animation vom K1. Finde ich auch schick an sich gelöst. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich schmeiß da einfach mal das Creality OS, also die eigentliche Web-Oberfläche, runter. Mal so ein kleiner Exkurs zum Thema Creality OS. Und das ist wirklich eine Bitte, die habe ich auch schon im Ender 3V3KE Video verfasst. Und zwar würde ich mich freuen, wenn die Hersteller darauf verzichten würden, ihre eigenen Oberflächen zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, es hat den Grund, dass man den Benutzern eine einfach zu bedienende Oberfläche bereitstellt, in dem alles mögliche an Grundfeatures erstmal hinterlegt ist. Also Dateiverwaltung, Kamerazugriff, Druckübersicht hat entsprechend. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Creality OS, ja, das macht schon ziemlich viel, aber es fehlen mir so ein paar Funktionen, die ich persönlich unbedingt als Must-Have sehen würde. Zum Beispiel mal einfach Ordner in der Dateistruktur. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt keine Ordner in dem
in der Übersicht von der CrealityOS-Seite entsprechend anlegen. Das heißt also, ihr ladet einzelne Dateien hoch und irgendwann verliert man da halt den Überblick. Wenn man das Ganze so macht, wie ich jetzt zum Beispiel auf dem Voron oder auf dem Prusa, dann lege ich mir eine richtige Ordnerstruktur an, wo ich die Dateien alle hochlade. Und wenn ich einen Teil mehrfach drucken muss oder dass es verschiedene Versionen drauf habe, dann kann ich die einfach auswählen, kann sagen, ich drucke mir die nochmal, ich will nochmal was testen oder so in Richtung. Oder zum Beispiel die Teile für den Voron, dass ich sage, ich baue nicht nur einen Drucker, sondern ich baue mehrere, dass ich dann immer wieder sagen kann, ja, druck mir nochmal das Teil, druck mir nochmal das Teil. Das finde ich natürlich schon mal ein bisschen störend, dass das da nicht geht. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass entweder ein paar wirklich Key-Features von Mainsail oder Fluid den Weg ins Creality OS finden oder dass man einfach gleich sagt, okay, man lässt Creality OS einfach von den Druckern runter. Das gilt genauso für den Flashforge und alle anderen, dass da bitte dann entsprechend auch ein Stock Mainsail oder Fluid einfach drauf ist. Der Two Trees macht's richtig, die haben von Werk ab Fluid drauf, das finde ich perfekt, das reicht vollkommen aus. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass die Hersteller das machen, dass sie dort quasi den Standard verwenden und nicht irgendwas anderes. Das kann man auch so einschränken, dass erstmal der Benutzer, der neu einsteigt, nicht so komplett überfrachtet ist und überfordert ist mit der Weboberfläche, sondern erstmal wirklich nur das Standardzeug hat, was man braucht und dann so nach und nach, wie er an das Thema reinkommt, die einzelnen Features nochmal aktivieren kann. Würde mich sehr freuen, wenn das so kommen würde, ist aber aktuell noch nicht der Fall. Jedenfalls für alle, die sich sagen, okay, das klingt ganz gut, ich kann das Ding auf jeden Fall routen, kann ich nur empfehlen. Und ich habe Creality OS bei mir halt runtergeschmissen. Und dann ist auf einmal Mainsail oder Fluid, je nachdem für was ihr euch entscheidet, auf Port 80 verfügbar. Das heißt also, ihr braucht nur noch die IP-Adresse oder den Hostname, je nachdem was ihr konfiguriert habt, eingeben. Und schon könnt ihr das Ding auf Port 80 aufrufen, also nicht mehr Doppelpunkt 4409 oder 4408 oder 7 hinten dran, um dann entsprechend die jeweilige Weboberfläche aufzurufen. Das hat vorher, finde ich, ordentlich genervt und das ist natürlich eine super Erleichterung, finde ich. Für mich persönlich, ja. Ich mag das gar nicht, wenn ich nochmal hinten dran Port eingeben muss, aber sei es drum, ja. Wenn ich mehrere Services wie zum Beispiel Spoolman oder Pi-Hole entsprechend auf einem Raspberry Pi laufen habe, dann macht das Sinn. Aber nicht beim Gerät, wo ich eigentlich nur einen Service drauf haben möchte, nämlich Moonraker mit Mainsail oder Moonraker mit Fluid, dass ich da nur eine Weboberfläche habe, dann macht das natürlich gar keinen Sinn. Und ich kann da jetzt wirklich auch im Prinzip mitarbeiten, wie mit jedem anderen Mainsail auch. Und das finde ich echt schön. Ich habe jetzt bei dem hier zum Beispiel mal Spoolman aktiviert, also in der Moonraker-Config das Ganze eingerichtet. Ich habe mir eine schöne Spoolman.config angelegt. Ich habe mir eine Makro.config angelegt, wo ich so nach und nach die ganzen Makros aus der Printer-Config überaufziehe. Ich kann das Ding behandeln wie mein Voron. Das finde ich echt genial. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite den Vorteil, dass ich als 3D-Druck-Novize sozusagen, als Einsteiger, das Ding einfach unbedacht dahinstellen kann und drucken kann. Das macht es wunderbar. Auf der anderen Seite habe ich aber auch als Power-User die Möglichkeit zu sagen, ey, ich bohre das Ding so auf, wie ich es gerade brauche und kann mit dem Teil so umgehen, wie ich es brauche. Wir haben das im Podcast mit Meteu, dem Maintainer von Mainsail, haben wir das Thema auch besprochen. Wer das also nicht verpassen will, Kanal abonnieren, da kommt bald der Podcast dazu. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, kann es auch sein, dass der Podcast schon draußen ist. Schaut mal nach in der Liste. Und da haben wir das Ganze besprochen, dass ich hier Creality auch wirklich 1:1 eigentlich Clipper draufgepackt habe. Die haben halt nur ein paar Makros gehardcoded, was ich nicht ganz so schön finde aus codetechnischer Sicht, aber das ist nicht schlimm. Und die haben ein paar Errorcodes für vorne das Display entsprechend eingetragen, ist also auch nicht tragisch. In Bezug auf das Display habe ich mir die Mühe gemacht und habe da Guppy Screen installiert. Werden wir auch nochmal ein separates Video machen, wie man das Ganze installiert, einrichtet und alles drum und dran. Und den Guppy Screen habe ich aus einem bestimmten Grund installiert. Und zwar nicht, dass der nochmal mehr Funktionen bietet, ja, das tut er auch, aber dass ich beim Input-Shaping die X- und die Y-Achse, nein, die X- und die Y-Achse, ich vertausche es immer wieder, dass ich die X- und die Y-Achse separat testen und ansteuern kann und dort auch korrekte Werte ausbekomme. Denn ab Werk hat er leider den gleichen Fehler wie der K1, dass er quasi auf der X-Achse, also rechts und links, rüber wickelt und da misst, was für Werte da rauskommen und das automatisch auf die Y-Achse überträgt. Das ist natürlich genau genommen nicht korrekt. Und die Werte sind zwar nicht so arg abweichend jetzt bei dem Drucker hier, aber das kann natürlich durchaus sein, dass da schon mal ein Unterschied ist, den man dann auch merkt in den Drucken. Und mit dem Guppy Screen kann ich sagen, ey, teste mir jetzt nochmal die X-Achse und teste mir jetzt nochmal die Y-Achse separat und kann man dann die Werte entsprechend in der Printer-Config dann speichern. Das finde ich super genial, dass das geht.
Ich würde mir halt wünschen, dass Creality das auch nochmal in der Software mit dem nächsten Update für die Nutzer, die das Creality OS nutzen oder nicht ein Guppy Screen drauf installiert haben, nochmal nachrüstet. Das ist alles nur Software, die da kommt. Das heißt also, es kann im nächsten Update behoben sein. Und dann würden dort auch die Werte stimmen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Das Feedback werde ich auch 1:1 so an Creality weitergeben nach dem Video. Und ich muss sagen, an sich ist das echt ein Druckmonster. Die Druckergebnisse sehen Bombe aus. Das Teil ist auch ein gutes Stück leiser als mein K1. Ich habe gemessen, hier oben ist so ein Sticker in der Haube. Da habe ich mein Handy drüber gehalten. Bei beiden das gleiche natürlich. Ist natürlich auch schon eine Hausnummer, sowas entsprechend rauszuhauen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sie geändert haben. Ob sie einfach nur den Lüfter anders ansteuern oder sowas in Richtung. Ich würde mir generell wünschen, dass die Hersteller mit der Zeit anfangen, dort auch nochmal, jetzt wo die Drucker richtig gut drucken und man eigentlich das ganze Fire and Forget hinstellt und einfach nutzt die Drucker, dass man auch anfängt, darüber nachzudenken, dass man die Lüfter Stück für Stück durch Lüfter mit hochwertigeren Lagern auszutauschen, weil daher kommt das. Die günstigeren Lüfter haben wir letztens auch im Discord diskutiert, haben einfach weniger Kugeln im Lager drin, in dem Kugellager, und dadurch machen sie halt auch ein bisschen mehr Krach, und das ist natürlich dann auch nicht schön. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da nochmal ein paar hochwertigere Lüfter einbaut. Bei Pusa waren es die Noctua-Lüfter, das hört man unheimlich vom Unterschied her. Und das habe ich auch gemerkt, als ich zum Beispiel mal meinen Ender 3 Pro damals umgebaut habe. Den habe ich von den Standardlüftern auf Noctua-Lüfter umgebaut und der war von jetzt auf gleich quasi leise. Den hat man so gut wie gar nicht mehr gehört. Das fand ich natürlich auch genial. Eine andere Änderung könnte ich mir noch vorstellen, die in Zukunft kommt, wären Linearschienen. Aber das ist jetzt erstmal weit vorgegriffen. Das ist jetzt kein Muss. Das Gerät ist wirklich wunderschön. Es ist mittlerweile vor meinem K1, wo ich den gerne genutzt habe damals, ist es mittlerweile mein Drucker, den ich vor dem K1 immer noch nutze, wo ich überlege, ah, drucke ich das jetzt, ist das was Sichtbares? Drucke ich das auf dem K1C oder drucke ich also das auf dem K1? Ganz einfach, weil die vertikalen feinen Artefakte halt nicht mehr zu sehen sind und das dann doch schon mal einen Unterschied, zumindest im Kopf macht, dass man das dann halt nicht mehr verwendet. Ich weiß, Creality hat jetzt zum Beispiel hier hinten immer noch den Spulenhalter zum Aufschrauben angebracht, aber sie haben auf der Festplatte bzw. auf dem USB-Stick, der mitgeliefert ist, zumindest auch nochmal ein Modell mitgebracht, wo man hier an der Seite nochmal einen Spulenhalter anschrauben kann. Hier an der Seite sind solche Schrauben in den Paneelen. Die kann man aufschrauben, kann den Spulenhalter dran packen und dann kann man die Spule auch an die Seite klemmen. Das finde ich sehr, sehr löblich, dass man sowas mittlerweile macht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn man einfach so ein spritzgegossenes Teil mit dazu packt. Dann braucht man nämlich nicht gleich, wenn der Drucker ankommt und man heiß drauf ist, dass man endlich mal was druckt, dass man erstmal nochmal ein paar Stunden investieren muss, damit der Drucker erstmal einen Spulenhalter drückt. Das würde ich mir persönlich nochmal wünschen. Aber ihr merkt schon, die Kritik an den Geräten wird immer kleiner, weil die Geräte immer besser werden mit der Zeit. Bisher ist der FlashForge an sich noch mit der Drucker, der die meiste Kritik von mir geerntet hat, weil er einfach noch die meisten Fehler und die meisten Probleme hat. Das sind alles Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten summiert, vermiesen einem dann doch schon so ein bisschen das Druckerlebnis und das finde ich halt einfach schade. Das habe ich bisher beim K1C nicht gehabt. Den Link zu dem Drucker findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr das tut und wenn ihr dort entsprechend euch mal den Drucker über den Link bestellt. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Sache für euch, die mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe nämlich auf dem Drucker mal geprüft, wie es denn aussieht mit den Logdateien. Und ich habe bisher noch nicht alles geprüft. Also es gibt noch ein paar gezippte Logdateien, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Aber das, was ich mir angeschaut habe, sieht jetzt nicht wirklich schlimm aus. Ich habe natürlich jetzt Root-Zugang zum Drucker. Das bedeutet also, ich kann mir natürlich das Moonraker und das Clippy-Log anschauen. Es gibt auch noch ein paar andere Services, die drauflaufen. Da habe ich mir auch die Log-Files angeguckt. Aber es ist alles nichts Tragisches. Es sind eher solche Prozesse oder Services, die ihren Prozess loggen. Also wenn sie hochfahren oder irgendwelche Aktionen mit anderen Services haben, dass sie das halt reinloggen, ob das funktioniert hat oder ob da ein Fehler entstanden ist, dass man es nachvollziehen kann. Und was ich sehen konnte, ist, dass bisher in meinem Netzwerkverkehr noch von dem Drucker noch nichts versucht wurde, nach außen zu senden. Das finde ich sehr löblich. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, weil wenn Creality schon den SSH-Zugang, den Root-Zugang quasi anbietet, werden sie ja auch selbst schuld, wenn man dann sieht, ah, Moment, der Drucker schickt Bilder oder aber auch 3MF-Dateien oder was weiß ich, STL-Dateien, die auf dem Drucker liegen, automatisch zu Creality nach China. Das würde ich natürlich dann auch nicht gut finden. Das könnte man auch relativ schnell riechen und natürlich rausfinden. Und da finde ich es also gut, dass der Drucker von Punkt Datensicherheit her, finde ich, schon mal ziemlich gut aufgestellt ist. Und damit wären wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, Daumen nach oben. Den Link zum Drucker findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Vielen lieben Dank auch an meine Abonnenten, die den Kanal abonnieren. Das werden immer mehr. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Creality, an PCBWay und an meine Patreonen, die es mir auch möglich machen, immer mehr Geräte zu testen. Und damit Hotel Design, Happy Printing und ciao. Thank you.